Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. So, ich bin hier gerade bei einem Außenposten und muss versuchen, diesen Außenposten irgendwie zu erobern. Nur, das wird nicht ganz so leicht werden, habe ich so das Gefühl. Wenn es hier irgendwie einen Käfig gäbe, den ich aufschießen könnte... Das geht aber nicht. Scheiße. Fuck, ey. So. Wieso kommt mir da immer irgendein Viech da? Erstmal kommt da irgendein... Ja, okay, perfekt. Ja, leider nur 550 wiederum, weil wir entdeckt wurden. Schade. Wollte ich eigentlich nicht so haben. Ich wollte wieder unentdeckt bleiben, aber nein. Funktioniert ja wieder nicht. Herzlichen Glückwunsch. Dominik, du bist der Beste. So, ja. Jetzt werden wir dir mal plündern. Nächstes haben wir wieder einen neuen Aussichtspunkt erledigt. Und wir können wiederum einen neuen Fähigkeitspunkt vergeben. Erweiterte Erste Hilfe. Wenn du keine Medizin hast, halte Quee, um mit Erste Hilfe 3 Gesundheitsfelder zu heilen. Okay, 3 Gesundheitsfelder, das ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, wir sollten eher das hier nehmen, weil das klingt ja schon mal sehr gut. Einen Ketten-Takedown. Drücke F, um einen Standard-Takedown einzuleiten. Bewege WSAD, um auf den nächsten Gegner zu ziehen und direkt den nächsten Takedown anzuschließen. Verkette Takedown, solange Gegner in Reichweite sind. Du erhältst 3 XP für das erste Opfer, dann 10-fache XP für jedes folgende. Perfekt. Aber ich glaube nicht, dass die Gegner des Öfteren so einfach hintereinander stehen werden. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ihr habt ja gesehen, dass in dem Video, da sind die Gegner wirklich nacheinander, hintereinander gestanden. Hoffentlich geht's der Familie gut. Und ich glaube nicht, dass das so der Fall sein wird bei den meisten. Die sind ja eher sehr verstreut und daher... Naja. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber bitte, wenn wir es mal schaffen, dann vielleicht auch nur einmal und dann nie wieder. So, dann wenigstens haben wir den schönen Alarm auslöschen können, noch bevor sie ihn aktiviert hätten. So. Ich gehe da mal rein und schnappe da erstmal die Speicherkarte und natürlich da die Kiste aufmachen und am besten ist es natürlich auch noch die Munition aufzufüllen. Dann machen wir schnell wieder einen Schnellverkauf. Haben schon 4000 Dollar Speicherkarte wieder. Ecstasy-Formel. Wir sind von unserem neuen Kontakt in China begeistert. Er überwacht den Export eines synthetischen Extrakts, das zur Herstellung von Ecstasy nötig ist, und hat uns die komplette Ausrüstung geliefert, um eine Vielzahl von Tabletten herzustellen. Die ersten Tests laufen äußerst positiv, bei einer minimalen Anzahl von Todesfällen. Die Märkte sind Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Sehr schön. So. Da haben wir wieder ein Medikit, das ist sehr schön. So. Gut, all unsere Waffen sind wieder vollständig aufgeladen und da sehe ich gerade eine weitere Leiche, die da blinkt. Alter, wie der da liegt, ey. Wah, ist ja ekelhaft. So. Dann haben wir hier noch eine Kiste zu plündern. Wer ist der Mann? Ich. Und dann hier eine Fahrt des Jägers Aufgabe. Belohnung 225 Dollar.
Ein Tierpräparator sucht den seltenen Weißbauchtapir. Jage ihn am Zielort mit dem dort gestellten Bogen. Wenn du die Aufträge okay. von der Aushangtafel erledigen könntest, das wäre gut. Dann machen wir das auch gleich mal. So. Hoffentlich ist es nicht allzu schwierig. Aber das werden wir ja dann sehen. So. Ach, guck mal an, wie herrlich das ist hier. Wie schön dieser blaue Schimmer da auf dem See liegt. Das ist schön. Und dieser Mondschein. Das ist einfach herrlich. So. Da gibt es dann wieder eine Truhe. So. Dann haben wir hier den Bogen. So. Wir sollen den Weißbauchtapir hier erledigen. Und ich hoffe, er ist nicht allzu schwierig. Ich denke mal... Moment. So. Werde ich gleich mal grüne Pflanzen hier ernten. So. Und bevor wir uns den Kampf stellen, werde ich hier auf jeden Fall nochmal Spritzen herstellen. So haben wir auf jeden Fall genug Spritzen übrig, um hier quasi uns jederzeit heilen zu können. So. Wo ist er denn? Wieder das? Ist das der Weißbauchtapir? Das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ist. Alter Vater. So rennt denn der mir davon? Ha! Das seltene Tier muss erledigt werden. Achso, nein. Ah, das war ja gar nicht das Tier, was ich brauche. Interessant. Ich dachte, das wäre schon gewesen. Nein. Aber ich werde trotzdem nochmal Munition holen, weil wir nur 10 Pfeile haben können. Daher ist es auf jeden Fall ratsam, die Pfeile immer wieder aufzufüllen, wenn man ein paar verschossen hat. Nicht wo der ist. Merkwürdig auch, dass der nirgendwo auffindbar ist. Das ist sehr eigenartig. Ich hoffe, dass der echt bald auftaucht. Ich möchte hier nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Weil wir doch noch einiges anderes zu tun haben. Aber ja. Das war wieder nicht. Wieder weg mit dem. Oh Mann. Wo ist denn der, sag mal? Wo ist denn der? Da ist er. Volltreffer. Ja, erledigt. Weißbauchtapir. Heute den Weißbauchtapir. Hey.
5000 Dollar haben wir bereits und im Handbuch steht auch wieder was Neues drin. Erstmal bei den Speicherkarten, 32 GB Speicherkarte, okay, die GHB-Formel haben wir bereits gelesen. Ecstasy-Formel haben wir auch schon. Ja, mehr gibt's da eh nicht. Tierwelt. Der in der Tierwelt muss natürlich da der Weißbauchtapir drin sein. Weißbauchtapir. Es gibt da diesen Tapir mit diesem weißen Fleck auf dem Unterleib. Ich will nicht genau darauf eingehen, woher ich das weiß, aber es waren kubanischen Rum und Mescalin im Spiel. Egal, töte ihn, damit ich vergessen kann. Ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben ihn auch gehäutet. Also von da an sollte der kein Problem mehr darstellen. So. Okay, da hätten wir noch einen Aussichtspunkt, den Wiegenblick, den werden wir auf jeden Fall auch noch erlegen. Aber dies machen wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist, glaube ich, schon wieder zu Ende. Vorher werden wir hier auf jeden Fall nochmal unsere Munition auffüllen. Bisschen was zumindest, 10 Pfeile. So, Schnellverkauf, gleich starten. 84 Dollar, naja, immerhin ein bisschen was, so. Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Also dann, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss, Kowski.